Leon Lerner, ich bin 19 Jahre alt. Ich wohne in Schmachtenhagen-Ost und meine Einsatzstelle ist die Gedenkstätte Sachsenhausen. Auf die Idee von Freiwilligendienst bin ich gekommen, weil ich früher hier in der 9. Klasse mein Schülerbetriebspraktikum gemacht habe und zu der damaligen Zeit halt gerade jemand hier war, der FSJ gemacht hatte. Dadurch, dass ich das hier sehr interessant fand und die Zeit hier sehr genossen habe, habe ich dann später auch nachgefragt, ob ich das hier machen könnte und bin dann halt so hergekommen. Mein FSJ mache ich aus dem Grund, weil ich noch nicht so ganz genau wusste, was ich jetzt machen soll nach der Schule. Und das FSJ eine ganz gute Möglichkeit ist, die Zeit einerseits zu überbrücken und andererseits was zu machen, was mich persönlich interessiert. Ich fand den Ort hier schon interessant und deswegen hat sich das alles ganz gut so ergeben. Hier lernt man eine Menge neuer Sachen, eine Menge, was, wenn man jetzt Geschichte mag, sehr interessiert. Und es macht mir auch Spaß, hier Gruppen durchzuführen. Und deswegen, das sind so meine Hauptaufgaben, Gruppen umführen und mit Menschen zusammenarbeiten. Deswegen, ja. Ich arbeite von 7:30 Uhr bis ungefähr 3:15 Uhr, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger lang, kommt drauf an, welchen Bus ich nehmen möchte. Und naja, 12 Uhr ist halt die Mittagspause und zwischendurch ist halt immer gearbeitet, aber es richtet sich auch danach, wann Gruppen da sind, die eine Führung haben möchten. Danach richtet sich auch ein bisschen mein Arbeitsalltag. Mir gefällt an diesem FSJ besonders gut, dass das Thema, was ich hier habe, der geschichtliche Hintergrund, sehr interessant ist, dass ich hier mit netten Menschen zusammenarbeiten kann. Die Seminare machen mir wirklich viel Spaß und dass insgesamt die Arbeit hier halt schön ist für die Zeit. Ich würde es persönlich schon weiterempfehlen, wenn man die Zeit dafür und das Interesse dafür hat, auf jeden Fall. Ja, das ist eine schöne Zeit, die man haben kann. Das ist nicht viel zu stressig. Ich denke, näher kommt man an die Geschichte nicht ran, wenn einen dieses Umfeld interessiert. Es ist halt wirklich genau der Ort, wo alles rausgefunden wird, was jetzt mit dem Thema Konzentrationslagern und Zweiter Weltkrieg zu tun hat. Und wenn man daran interessiert ist, dann ist hier der beste Ort dafür, um mehr zu erfahren. Ich denke, FSJler sollten ein wenig mehr Geld verdienen, aber das kommt halt auch sehr darauf an, ob man die Fahrtkosten selber tragen muss oder nicht. Ich denke, das Taschengeld wäre so zumindest auch schon mal okay, wenn wir davon nicht immer noch für zwischen 40 und 60 Euro Fahrtickets kaufen müssten. Also etwas von beidem, entweder ein bisschen mehr Geld oder die Fahrtickets, wäre meiner Meinung nach.